Massive Beschränkungen in NRW. Wegen des Corona-Ausbruchs wird bei Tönnies wird das öffentliche Leben in zwei Landkreisen heruntergefahren. Juristische Niederlage für Facebook. Das Netzwerk muss das umfassende Sammeln von Nutzerdaten vorerst stoppen. Sie willkommen bei den Nachrichten im ZDF. Die vom Sport hat wieder Norbert Lehmann mitgebracht. Einen schönen guten Abend auch von mir. Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies hat die Landesregierung von NRW heute die Notbremse gezogen. Der Kreis Gütersloh spricht inzwischen von knapp 2000 positiv getesteten Personen. Nun wird der Alltag von mehr als 640.000 Menschen in Gütersloh und Warendorf erheblich eingeschränkt. Denn es gibt wieder Kontaktbeschränkungen, wie zu Anfang der Pandemie im März. Draußen dürfen sich maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Außerdem müssen viele Freizeiteinrichtungen wieder schließen, wie Fitnessstudios, Museen, Kinos und Bars. Das gilt für eine Woche mindestens. Aus Gütersloh, Thomas Münden. Heute Abend in Gütersloh. Mehrere hundert Menschen warten an der Teststelle des Kreises, um sich kostenlos auf Coronaviren testen zu lassen. Woanders ist das Virus kaum noch präsent. Hier aber hat das Tönnies Fleischwerk die Infektionszahlen zu weit nach oben getrieben. Deshalb werden wir jetzt erstmals in Deutschland einen ganzen Kreis zurückführen auf die Maßnahmen, die vor wenigen Wochen gegolten haben. Am Nachmittag wurde auch der Kreis Warendorf in die Einschränkungen einbezogen. Insgesamt 640.000 Bürger sind nun betroffen. Reaktionen. Diesen Zahlen kann natürlich die Politik nicht vorbei. Es wird schwer, ne? Für die ganzen Geschäfte und so, auch wenn sie jetzt noch teilweise aufhaben. Aber wenn es noch länger andauert, traut sich ja keiner mehr raus. Wer sich raustraut, darf noch lange nicht überall hin. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen Urlaub aus den betroffenen Kreisen ablehnen. Es sei denn, sie verfügen über einen aktuellen Corona-Test, der bestätigt, dass sie eben negativ getestet wurden. Für Familie Gierke aus Gütersloh eine Katastrophe. Schon beim ersten Mal verhinderte der Lockdown ihren Urlaub. Das schlimmste Gefühl dabei ist, dass ja die ganze Welt reisen darf, alle rundherum. Ich meine, 10 Kilometer weiter, die dürfen überall hinreisen. Die erzählen mir dann wahrscheinlich noch, wie toll es auf Mallorca war, Italien und wo auch immer. Und wir sitzen dann jetzt hier und sagen, ja, wir sind hier zu Hause. Die Maßnahmen laufen bis zum 30. Juni. Die Firma Tönnies sagte heute schriftlich zu, die Leiharbeiter künftig direkt nach deutschem Recht anzustellen. Ein Interview lehnte Clemens Tönnies auch heute wieder ab. Ja, Thomas Münden in Gütersloh, der Unmut in der Region über die Firma Tönnies ist groß. Wie wollen die Verantwortlichen denn damit umgehen? Das ist wahrscheinlich eine Riesenaufgabe. Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat ja heute noch mal gesagt, man werde auch baulich darauf achten, dass es in diesem Werk künftig diese Möglichkeit der Massenansteckung nicht mehr geben kann. Das erfordert große Umbauarbeiten. Dann gab es eine Mitteilung, die sagte, dass alle Leiharbeiter künftig festangestellt werden sollen, direkt bei Tönnies und mit vernünftigen Wohnmöglichkeiten ausgerüstet werden sollen. Nur die Leute hier glauben das inzwischen nicht mehr, denn schon vor 3 Jahren gab es genau diesen Beschluss im Aufsichtsrat von Tönnies eben, keine Leiharbeiter mehr anzustellen, und passiert ist danach nichts. Insgesamt lastet auf dem Tönnies Fleischwerk und auf Clemens Tönnies persönlich gerade in dieser Beziehung richtig hoher Druck. Vielen Dank, Thomas Münden in Gütersloh. Angesichts der vielen Neuinfektionen hat sich heute das Robert-Koch-Institut an die Öffentlichkeit gewandt und zu weiterer Vorsicht aufgerufen. Denn noch ist nicht vollständig geklärt, warum es gerade in der Fleischbranche zu diesen hohen Fallzahlen gekommen ist. Volker Dutschek berichtet. Der positive Trend ist plötzlich vorbei. Am 15. Juni waren es nur noch 220 Menschen, die sich im Durchschnitt von 7 Tagen täglich mit dem Virus ansteckten. Plötzlich sind es wieder 580. Schuld daran sind massenhafte Erkrankungen auch in Fleischbetrieben wie Tönnies. Warum ausgerechnet die Fleischindustrie? Das Robert-Koch-Institut hat noch keine belastbare Erklärung. Ihr Chef glaubt aber, dass ein feuchtes Kühlhausklima die Verbreitung des Virus begünstigt. Das eine ist tatsächlich, wie Sie sagen, die Temperatur. Dort wird ja gekühlt, um das Fleisch auch kühl zu halten. Und diese Temperatur kann eine Rolle spielen. Und ein anderer Faktor ist, dass es eben dort auch zur Bildung von Aerosolen kommt. Aerosole, das sind Minitröpfchen, die fast unsichtbar und stundenlang in der Luft schweben. Mit Rauch simulieren etwa Forscher an der TU Berlin, wie sich Aerosole ausbreiten und Coronaviren in den Räumen verteilen.
Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, die Abstands- und Hygieneregeln weiter ernst zu nehmen, um die Zahl der Neuansteckungen niedrig zu halten und somit eine zweite große Infektionswelle zu verhindern. Mit dem Corona-Ausbruch in Gütersloh beschäftigt sich auch unser ZDF-Spezial direkt im Anschluss an diese Sendung. Und dann schauen wir noch nach Magdeburg. Lange galt die Stadt ja als Corona-frei. Doch seit Anfang Juni sind die Fälle stark angestiegen. Mehrere hundert Menschen stehen in einem Wohnblock unter Quarantäne. Allein hier wurden 80 Infizierte bestätigt. Sie werden von den Johannitern mit Lebensmitteln versorgt. Gute und eine schlechte Nachricht hatten heute die Wirtschaftsweisen im Gepäck. Die schlechte zuerst. Ihrer Prognose nach wird die deutsche Wirtschaft wegen der Corona-Krise noch stärker schrumpfen als bislang gedacht. Nämlich voraussichtlich um 6,5% in diesem Jahr. So heftig wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Die gute Nachricht, unter anderem wegen der Lockerungen, könnte sie sich schon ab diesem Sommer wieder erholen. Auch der deutsche Bildungsbericht wurde heute vorgestellt und da gibt es Tendenzen, die aufhorchen lassen. Es gibt weniger mittlere Abschlüsse und weniger Abiturienten. So sank die Quote der Jugendlichen mit Abitur oder Fachhochschulreife seit 2014 von 53% auf 50% im Jahr 2018. Zudem zeigt sich in der Corona-Krise, dass in Sachen Digitalisierung die Schulen nachsitzen müssen. Susanne Gehlhardt berichtet. Ihre Erfahrungen mit dem digitalen Lernen in Corona-Zeiten haben die 10. Klassen der IGS Niederolm in einem Projekt zusammengetragen, inklusive Schülerumfragen, wie es denn so gelaufen ist. Man hat sich selbst beibringen können und wenn man jetzt die Mutter zu Hause hat oder den Vater, ging es eigentlich auch sehr gut klar mit den Medien. Es müsste übersichtlicher gestaltet werden. Am Anfang war es ja so, dass wir über verschiedene Plattformen die Aufgaben bekamen. Das war sehr unübersichtlich. Dann, als es alles auf einer Plattform lief, wurde es besser. Digitaler Unterricht in Deutschland, noch immer ein Problem. Es mangelt an Ausstattung, digitalen Lehrplänen, Aus- und Fortbildung von Lehrkräften. So vermerkt es der Bildungsbericht, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Das, was im Bildungsbericht steht, ist natürlich ein Weckruf an uns alle. An die Schulträger, die dafür zuständig sind, die Schulen mit der Infrastruktur auszustatten, die sie brauchen, um im digitalen Zeitalter lernen und lehren zu können. Alles gut bei dir? An der IGS Niederolm stellen sie sich auch künftig auf verstärkten Digitalunterricht ein. Jetzt gilt es, alle Schulen in Deutschland fit zu machen. Es ist tatsächlich so, dass wir keine Standards haben, was die personelle und materielle Ausstattung von Schulen anbelangt. Das wäre aber notwendig, um gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Corona offenbart die Schwächen des deutschen Bildungssystems, könnte aber auch neue Chancen eröffnen. Okay. Und jetzt zu einer wichtigen Entscheidung für alle, die Facebook nutzen. Der Bundesgerichtshof hat es dem Netzgiganten vorläufig verboten, nahezu unbegrenzt Daten zu sammeln. Denn Facebooks Ziel ist ja, mit maßgeschneiderter Werbung Geld zu verdienen. Mit jedem Like, den wir vergeben, lernt uns der Konzern besser kennen. Wie auch über WhatsApp, Instagram oder Giphy, die ebenfalls dazugehören. Kundendaten sammeln auch der hauseigene Virtual Reality Brillenhersteller Oculus und Business-Anwendungen wie Workplace. Zusätzlich werden Daten auch mit zahlreichen Partnern getauscht. So erfährt der Konzern etwa, welche Artikel wir auf bestimmten Medienseiten lesen oder was wir im Internet kaufen und vervollständigt so das Bild, das er von uns hat. Alles transparent, sagt Facebook, denn das stehe auch in den Nutzungsbedingungen. Christian Deker und Birgit Franke berichten. Gina Lang ist Jurastudentin in Passau, nutzt Dienste wie WhatsApp, Facebook und Instagram. Seit ihrem Studium beschäftigt sie sich auch mit dem Datenschutz, ärgert sich über die Vorgehensweise von Facebook. Ich weiß im Grunde nicht Bescheid, welche Daten sie haben oder an wen diese Daten eigentlich weitergegeben wurden. Der Nutzer weiß im Grunde nichts. Der Bundesgerichtshof hat heute in einem Eilrechtsverfahren vorerst entschieden, dass Facebook als Marktführer die umfassende Sammlung von Daten seiner Nutzer überarbeiten muss. Denn wir haben im Ergebnis auch keine ernsthaften Zweifel, dass Facebook die marktbeherrschende Stellung missbräuchlich ausnutzt. Das Gericht fordert angesichts der marktbeherrschenden Stellung eine Einwilligung der Nutzer bezogen auf alle Dienste von Facebook. Momentan haben die Nutzer aber keine Wahlmöglichkeit.
Facebook will jetzt reagieren. Ganz konkret werden wir uns jetzt mit dem Bundeskartellamt zusammensetzen, an einem Umsetzungsplan arbeiten und haben für diesen und für die Umsetzung 14 Monate Zeit. Das Bundeskartellamt, das das Verbot ausgesprochen hat, hält die Entscheidung für zukunftsweisend. Das war Kern unserer Entscheidung, dass der Nutzer in diese uferlose Verarbeitung nicht mehr einwilligen muss. Und das ist das, was der Bundesgerichtshof heute tatsächlich bestätigt hat. Für Gina Lang und für viele weitere Nutzer der Facebook-Dienste ist es ein Etappensieg im Kampf gegen die Datensammelei. Bundesinnenminister Seehofer hat die rechtsextreme Vereinigung Nordadler verboten. Am Morgen gab es Razzien gegen Führungsmitglieder in mehreren Bundesländern. Die Gruppierung verfolgt laut Bundesinnenministerium eine nationalsozialistische Ideologie. Sie tritt auch unter anderen Namen wie Völkische Renaissance auf und ist vor allem im Netz aktiv. Die Kollegen von ZDF heute haben die Gruppen seit Monaten beobachtet. In der ZDF heute App finden Sie zahlreiche Chatprotokolle und Dokumente aus der Recherche. Und dazu Einschätzungen von Extremismusforschern. Im Bilanzskandal beim DAX-Konzern Wirecard ist der frühere Chef Markus Braun gestern Abend vorübergehend festgenommen worden. Gegen eine Millionenkaution kommt er wieder frei. Die Untersuchungshaft werde gegen Zahlung von 5 Millionen Euro ausgesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft München mit. Braun wird vorgeworfen, den Umsatz des Unternehmens durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht zu haben. Wirecard hatte Anfang der Woche eingeräumt, dass angebliche Bankguthaben in Milliardenhöhe wohl nicht existieren. In der Corona-Krise zieht der Lufthansa-Konzern weitere Konsequenzen und schließt den Betrieb des Ferienfliegers Sun Express Deutschland. Betroffen sind rund 1.200 Mitarbeiter. Die verbleibenden Flüge sollen von der türkischen Schwestergesellschaft, Eurowings und anderen Airlines abgewickelt werden. Kunden würden automatisch umgebucht. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, als Schöffe bei Gericht oder in der Flüchtlingshilfe. Viele Millionen Deutsche engagieren sich ehrenamtlich. Allerdings nicht überall gleich. In etlichen Regionen sieht es weniger gut aus mit der bürgerschaftlichen Arbeit. Ändern will das die heute gegründete Bundesstiftung für Engagement und Ehrenamt mit Sitz in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Anne Stadtfeld. Nicht immer leicht ist die Arbeit mit schwerem Gerät für Ina Marie Wittkopf. Dafür ist die 16-Jährige mit Leidenschaft dabei. Beim THW in Gadebusch absolviert sie ehrenamtlich die 6-monatige Grundausbildung. Diese Zusammenarbeit im Team, man kommt unter Leute, man lernt was. Und ich finde es einfach toll, dass man auch was fürs Ehrenamt machen kann. 35 Mitglieder hat der kleine Ortsverband, mindestens 50 bräuchte er. Gerade der Nachwuchs fehlt. Und da ist für uns natürlich jede Hilfe willkommen, die uns eben gerade bei der Helferwerbung, Helferbindung unterstützt. Genau diese Hilfe will jetzt die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt bieten. Der Festakt zur Gründung heute Nachmittag im mecklenburgischen Neustrelitz. Hier wird die Bundesstiftung ihren Sitz haben, im renovierten Carolinenpalais. Neustrelitz wird mit diesem Signal, das ja die Bundesregierung hier eindeutig sendet an das Ehrenamt, tatsächlich also weit in die Republik strahlen und wird Lebensverhältnisse in Ost und West zum Thema machen. Gerade mal 9% der Bundesstiftungen liegen in Ostdeutschland. Die Institution nach Neustrelitz zu geben, ein Zeichen an die ostdeutschen Länder. Weil wir mit dieser Stiftung bundesweit Bedeutung bekommen mit 75 Arbeitsplätzen und es auch ein Zeichen ist, dass wir mal im Land, in Ostdeutschland Dinge neu ansiedeln. 30 Millionen Deutsche sind, wie Ina Marie Wittkopf, ehrenamtlich tätig. Mithilfe der Stiftung sollen es noch deutlich mehr werden. Die neue Corona-Warn-App entwickelt sich zu einem echten Erfolg. Mehr als 12 Millionen Mal wurde sie schon runtergeladen. Dabei ist sie gerade erst seit einer Woche zu haben. Etwa 80% der rund 58 Millionen Smartphone-Nutzer in Deutschland sollen die App installieren können. Die Politik hofft hier noch auf Nachbesserung, damit die App auch auf älteren Modellen funktioniert.